Hallo Guys, ich muss nochmal ein Video machen zu diesem ganzen Aufruhr bezüglich der Tech-Aktien, insbesondere Facebook. Ja, ein Wahnsinns-Malheur. Da ging was auf der Seite nicht. Irgendwo hat es ein bisschen gehakelt an den DNS-Servern. Irgendwas, das bezeigt, also letztendlich hier selbst auf der Straße in New York. Ist das Thema ein Gespräch, dass man hier, also mal ganz kurz reinhören hier bei der Bild, diese Reportage, diese von Montag. Selbst auf der Straße hört man Wortfetzen immer wieder, Facebook, Instagram, WhatsApp. Selbst auf der Straße hört man Wortfetzen. Oh, Wahnsinn, ja. Und ich glaube, die sind sogar 5% gefallen an einem Tag. Wow, so viel, ja. Also, nachdem sie irgendwie 500% gestiegen sind in den letzten 5 Jahren. Also das ist schon natürlich hier wird es natürlich aufgegriffen von den Medien und natürlich hier um Klicks geworben. Aber letztendlich ist es einfach diese Tech, die irgendwie ihre 1000% gemacht haben in den letzten Jahren, dass die ab und zu mal ein paar Prozent zurückkommen, ist eigentlich das Normalste von der Welt, ist vielleicht sogar ganz gesund, ja. Also ich würde mir da jetzt hier keinen Angstschweiß auf der Stirn, keinen Angstschweiß auf der Stirn irgendwie produzieren. Auf der anderen Seite natürlich können wir sagen, hier versus Energieaktien, bei Gazprom kann man einfach nur sagen, die steigen und steigen unaufhörlich. Ja, also wir sind jetzt tatsächlich de facto über. Bei der Gazprom hatte ja über die 9 Dollar oder Euro oder was das sind, 9 Euro gestiegen. Das heißt, selbst auf dem 5-Jahres-Chart, ja, selbst auf dem 10-Jahres-Chart auf absolutes Maximum, das sind ja schon mehr als 10 Jahre, 12 Jahre, sind wir jetzt letztendlich in den Höhen wie damals, ja, angekommen fast. Und das ist natürlich schon ein Monsteranstieg, ja. Und hätte wahrscheinlich keiner so erwartet, weil sonst wären sie ja alle hier schon reingegangen bei 3 Euro. Und viele, ich weiß, auch viele meiner Zuschauer hier auf dem YouTube-Kanal sind bei zwischen 3 und 4 Euro reingegangen oder bei 4 Euro sowas. Und die jetzt noch mit dabei sind, haben natürlich jetzt über 200, bis zu 280%. Und abgesehen davon zahlt die Gazprom ja auch noch immer so um die 8 bis 12% irgendwie Dividenden und will diese ja auch noch zusätzlich erhöhen. Ich nehme auch das an, dass die Gazprom, abgesehen von den politischen Themen, mittellangfristig sogar, also sagen wir mal langfristig, was ich langfristig betrachte, sind 10 Jahre und mehr, von der Energiewende sehr stark profitieren wird. Weil Gas sehr stark als Überbrückungsenergiespender höchstwahrscheinlich benutzt werden muss, insbesondere in Deutschland, wo wir quasi Kohle und Atom und so weiter komplett abschalten, einfach in der Hoffnung, dass andere mitziehen, was ja nicht passiert. Also da legen wir uns sozusagen selber Steine in den Weg und machen uns das Leben selber schwer, obwohl wir als kleines Land überhaupt keinen Einfluss auf das Klima haben können. Ja? Und in der Hoffnung, dass andere mitziehen. Ja? Also wer so einen Schwachsinn umsetzt, der kann einfach nur in der Politik sein, ne? Aber woanders in der Wirtschaft hätte der keine 10 Tage einen Job. Ne? Ja, okay, also ich kann ja nicht einfach mal hier irgendwo Dinge für Deutschland bestimmen, in der Hoffnung, dass der Rest der Welt mitzieht. In der Hoffnung. Ohne Regeln, ohne Verträge, ohne irgendwas. Ja? Das ist was für ein Schwachsinn. Also, das habe ich letztens erst wieder gehört. Na gut. Gazprom wird höchstwahrscheinlich eine der Firmen sein, die davon auch profitieren. Von daher auf jeden Fall halten. Irgendwann wird es einen Rücksetzer geben müssen. Also, die können ja nicht ewig so weiter steigen. Ich nehme mal an, irgendwo in der Region 9 bis 10 Euro. Aber wenn es natürlich weiter so geht, dann geht es halt weiter so. Mir ist es ja völlig wurscht. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Gewinne mitgenommen, als sie so zwischen 7 und 8 Euro waren, ist ja auch keine, sagen wir mal, ja,
Kein Beinbruch. Ab und zu mal auch Gewinne zu realisieren, weil die Sache ist natürlich die, wenn du natürlich, ich weiß, dass manche sagen, naja, ich halte irgendwie meine Aktien in alle Ewigkeiten und mir ist egal, was da an Buchgewinnen sind. Du kannst über 10 Jahre, über 20 Jahre immer Buchgewinne haben und dann irgendwann vielleicht nicht mehr, dann hast du unterm Strich auch nie Gewinn gehabt. Ja. Das heißt, wenn eine Aktie besonders gut läuft, es gibt ja auch andere Aktien, ja. Und das Risiko ein bisschen zu verteilen, ist vielleicht auch ganz interessant. Bis dann.